Der Podcast mit Mello und Amanda. So Food. So Food. Hey. So Food. So Food. So Food. Hey. So Food. Einen schönen guten, herzlichen guten Tag und willkommen wieder zurück bei einer neuen Folge So Food, der Podcast mit Mello und mir. Ich muss erstmal mein Handy auf Flugmodus stellen. Ach so, ja, ich vielleicht auch. Moment. Tüdüm. Richtig gefeuert. Mensch, sind wir gut vorbereitet. Ich flippe aus. Wie immer. Wie geht's euch? Ach so, ihr könnt ja nicht antworten. Uns geht's gut. Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammensitzen auf meiner wunderbaren Couch zur Therapiestunde mit den Soulies. Ein Monat ist es jetzt wieder her. Letzte Folge war ja so ein bisschen Reden über alles, weil Melo und ich uns einfach 100 Jahre nicht gesehen haben. Und für diese Folge haben uns wieder ein schönes Thema mal ausgedacht. Mhm. Erzähl den Leuten mal bitte, worum es heute geht. Heute geht es darum, dass wir einfach mal darüber sprechen, was für Sachen uns an anderen Leuten stören. So, sowohl von Charakterzügen her, als auch von äußerlichen Sachen vielleicht. Wenn es da was gibt, da gibt es bestimmt was, das eine oder andere. Und weil Amanda und ich ja nicht nur Podcast-Sisters sind, sondern auch Best Friends, wirklich beste Freunde und nicht so nach dem Motto, okay, ich komme hierher und dann gehe ich wieder nach Hause und wir reden kein Wort mehr miteinander. Wir wurden nicht zusammengecastet. Nee. Diese Girlgroup ist echt, okay? Nee, ist wirklich real so, wir sind wirklich Best Friends. Und reden natürlich über alles Mögliche und da kommt natürlich das ein oder andere auch mal vor, dass man sich anruft oder sich schreibt und sagt, Digga, mir ist gerade was passiert, das muss ich dir erstmal erzählen. Wie behindert sind manche Leute eigentlich? Und das ist ja ganz normal, das macht ihr ja wahrscheinlich auch mit euren besten Freundinnen oder mit eurem besten Freund. Und weil wir denken, dass das Problem jeder mal hat und wir nicht alle über die Wiese rennen wie Biene Maya und uns freuen den ganzen Tag und grinsen, haben wir gedacht, reden wir mit euch da auch mal drüber. Komplett. Und es sind jetzt nicht so eine Sachen wie, jemand kommt immer zu spät. Nee, das, darüber reden wir hier heute gar nicht. Ja, solche, ich kenne da jemanden, aber... Du, solche Probleme habe ich nicht, aber... Sally, wir spielen schon. Jetzt nicht. Das ist jetzt dein Ernst, jetzt steht der Hund hier mit seinem Seil. Das ist zum Beispiel so ein Charakterzug, den ich total scheiße finde. Wenn ich arbeiten möchte, dann möchte ich nicht von dem Tier jetzt gestört werden. Nee, Bailey, das ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt dafür. Digga, es geht jetzt gar nicht. Geh mal auf deinen Platz. Du musst auch nicht Mello angucken. Geh mal auf deinen Platz. Nee, Mello sagt auch nicht ja. Das ist nicht wie bei Mama und Papa, dass einer Nein sagt und der andere sagt ja. Du gehst jetzt bitte auf deinen Platz. Ey, das ist, weißt du, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, das war so der Teaser, wenn man so vor der Werbung noch irgendwas erzählt hat. Und gleich erzähle ich euch richtig krass irgendwie und dann kam erstmal 5 Minuten Werbung. So war das jetzt mit dem Thema. Man will anfangen und dann kommt erstmal der Hund. Auf deinen Platz. Der hört auch aufs Wort und vielleicht auch nicht aufs Erste. So wie die anderen Männer auch. Ich rieche übrigens ein bisschen nach Knoblauch wahrscheinlich, weil ich gerade mir eine türkische Pizza reingezwirbelt habe. Na, zum Glück gibt es ja keinen Geruch hier beim Podcast. Zum Glück können die Leute das nicht riechen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Döner und türkische Pizza brauchen Knoblauchsoße. Was anderes geht nicht. Das ist also einfach so. Brauchst du gar nicht anfangen zu essen. So, das ist doch schon mal zum Beispiel das Erste. Ja. Ich kann es nicht ab, wenn Leute ihr Leben nicht leben können, wegen... Ich muss jetzt aufpassen, was ich esse, weil sonst stinke ich. I'm so sorry. Ich bin so ein krasser Essensmensch. Ich kann nicht... Was für Kräutersoße? Welche Kräutersoße? Wohin? Warum? Wieso? Wer hat Kräutersoße erfunden? Nee, es geht auch nicht. Also ich meine, als ich noch nicht in einer Beziehung war, war das auch so, dass ich mir dann immer dachte, wenn ich irgendwie ein Date hatte oder so, oh Gott, wenn ich Mittag irgendwie noch was essen wollte oder so, jetzt kann ich keinen Döner essen mit Knoblauchsoße. Weil wenn du dann ankommst, dann ist natürlich der erste Eindruck so ein bisschen kacke irgendwie. Aber trotzdem denke ich mir dann wieder so, warum muss ich jetzt aber auch was vorspielen eigentlich auch, ne? Naja. Also. Aber da gibt es ja so viele Kleinigkeiten. Das sind ja auch wie, wenn die Leute frisch zusammen sind, dann tun die auch alle immer noch so, als ob die nicht furzen und nicht kacken und so. Oh Gott. Shoutouts to the couples still holding their farts in front of each other.
Ey, ganz ehrlich, so geil. Ja, so Mädchen, die dann immer tun, als würden sie rosa Wölkchen pupsen und so ein Scheiß. Ja, aber... Mein Gott, also ganz ehrlich, Leute. Aber das sind ja auch so Bullshit-Sachen eigentlich. Ich muss sagen, was eine Sache, die mich extrem an Leuten nervt, jetzt was kommt's. Ich absolut nicht ab kann. Jetzt kommt's. Weil ich ja auch so ein friedliebender Mensch bin und ich einfach das nicht mag, wenn meine Energie gefickt wird. Und meine Energie wird richtig krass gefickt, wenn ich mit Leuten um mich rum bin, die mich so aussaugen. Leute, die so richtig ADHS-mäßig krass Aufmerksamkeit brauchen, immer von sich die ganze Zeit labern. Sobald du von dir selber was erzählen möchtest, lenken die ein und es wird direkt wieder auf sie der Fokus gelegt. Und wenn dann dazu noch so eine richtige besserwisserische, lehrermäßige Art dazu kommt, dann raste ich richtig aus. Erklär mir mal nicht, wie die Welt geht. Vor allen Dingen einem erwachsenen Menschen. Also es ist nicht ganz furchtbar. I really can't deal. Ganz furchtbar. Dann wo man dann selber, man hat so das Gefühl, ich bin jetzt hier 3 Jahre alt und weiß gar nichts. War noch nicht mal im Kindergarten. Bailey, halt die Fresse! Er merkt, die Energie wird richtig krank. Deswegen ich meine, ich ja, auf jeden Fall. Aber dann bumst er wieder sein Kissen. Ja, dann lass ihn doch auch ein Sexleben. Nee, das geht nicht. Warte mal. Das hat 35 Euro gekostet. Oh, gut. Der fickt dein Kissen. Der fickt mir das jetzt hier nicht kaputt. Nee, sein Schlafkissen. Ach so. Der Shit war richtig teuer. Da habe ich keinen Bock drauf. So. 7 Minuten für den Arsch, ey. Mein Gott, guck mal, wir sind doch hier ein Podcast. Das ist ja. Doch nicht, dass wir hier irgendwas darstellen, ja, was wir nicht richtig, sind. Das ist richtig. Weißt du, wie andere ihren Podcast führen? Die ja. Beleidigen, die labern, die sind nebenbei an ihrem Handy kurz, die gehen kurz in einen anderen Raum, um was zu trinken. Who cares? True. It's real. True. So, also, lehrerhafte ja, nee. So, Art und Weise. Genau, das finde ich total schlimm. Und das geht mir so krass auf den Zeiger, dass ich dann teilweise auch, also ich hatte die Situation, dass ich zum Beispiel mit jemandem an einem Tisch saß, mit mehreren Leuten, mhm. Und es die ganze Zeit nur um diese Person ging, was sie macht, was sie arbeitet, seit wann die das arbeitet, was die Person beim Job verändern möchte, was doch alles schlecht und alles gut ist, also wirklich bis ins kleinste Detail wurde da auseinandergenommen. Vom ich stehe auf um und gehe oh ins Gott. Bett um, wurde der ganze Tagesablauf 365 Tage des Jahres erklärt, oh mein Gott. Worum es da geht. Und man hat richtig gemerkt, so im Laufe der Zeit, also es ging wirklich eine Stunde lang, dass da Monolog gehalten wurde. Und man hat so richtig gemerkt, so dass die ganzen Leute alle, die um den Tisch rum saßen, schon wirklich so langsam innerlich angefangen haben zu gehen und so, weil everybody was like, okay, so aufregend ist dein Job auch nicht. und man hat halt richtig gemerkt, so die Person hat richtig diese Audienz genossen, sodass alle hinhören und alle zugucken und alle so Aufmerksamkeit schenken. Und es war so krass schlimm, dass ich so einen richtigen Bastard-Move gemacht habe, meiner Mutter geschrieben habe bei WhatsApp unterm Tisch so und gesagt habe, so bitte ruf mich mal sofort an. Und dann ciao. Hat sie mich angerufen und ich meinte, I gotta take this call, I'm sorry. Und dann bin ich rausgegangen und habe erstmal 20 Minuten da telefoniert und habe erzählt meiner Mutter, wie ich das nicht mehr aushalte, hier Feuerschwafel zu werden die ganze Zeit. Unfassbar, ja. Und ich möchte mich hier nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich bin voll krass, aber ich sag mal so, ich bin der Künstlerin, ich mache den Podcast mit dir, ich mache Mucke, ich spiele Instrumente, war auf Tour, ich habe Tourgeschichten ohne Ende. Aber ich bin so zurückhaltend, ich könnte noch nicht mal eine Stunde da sitzen und erzählen, wie krass und wie toll mein Job ist und was ich alles mache. Weil ich einfach so nicht erzogen wurde und weil ich das hasse, mich mit sowas in den Vordergrund zu stellen. Also ich bin ja selbst so, wenn ich irgendwo neu hinkomme und Leute sagen, was machst du? Ich sag so ungern, dass ich Musik mache, weil ich keinen Bock habe, was zu zeigen oder ach, sing doch mal oder so. Das ist mir total, weil für mich ist es, at the end of the day, ist es wie jeder andere Job auch. Nur, dass es halt wahrscheinlich ein bisschen... Nicht normal ist, weil ist ja nicht jetzt jeder Artist so. Deswegen habe ich natürlich andere Sachen zu erzählen, als jetzt irgendwie, ich bin Fleischer oder was weiß ich was. Aber ich kann mich da gar nicht so im Vordergrund lehnen. Und wenn dann irgendjemand kommt mit so einem kacklangweiligen Drecksjob, der trotzdem gut ist, aber ihr wisst, was ich meine, und dann aber 5 Stunden darüber redet, als hätte der jetzt das Rad erfunden, da kriege ich Krise. Da kriege ich auch die Krise. Naja, aber wie gesagt, die werden wahrscheinlich dann einfach im Leben nichts anderes haben, worüber sie reden können. Und müssen dann sich so irgendwie profilieren, damit sie irgendwie Aufmerksamkeit kriegen. Aber es ist doch furchtbar. Also
Attention ist sowieso richtig, richtig bei Leuten, bei manchen Leuten richtig krass so. Also wirklich Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Ich. Das ist so bei so vielen Leuten das Problem, wirklich. Also, kann ich gar nicht. Und deswegen habe ich keine Freunde. Deswegen habe ich keine Freunde. Und immer, wenn ich kurz denke, 2 Minuten, ich habe neue Freunde, ich bin direkt so, nee, kann ich nicht. Girl! Kann ich nicht. Ey, da sind wir beim Thema. Ich muss wegschmeißen. Thema. Ich kann auch wirklich, you are my best friend. Ist so. Und ich rede mich auch nicht davon frei, dass wir mit Amanda manchmal wahrscheinlich auch denken, Mello ist kacke, Amanda ist kacke. Das kommt normal vor, das ist wie, als ob du denkst, deine Schwester ist kacke. Ja, weil es halt nun mal so ist, dass man manchmal seine 5 Minuten hat so und denkt, kein Bock und so, keine Ahnung. So, aber im Großen und Ganzen, you are my best friend und ich würde dich gegen nichts auf der Welt eintauschen wollen, weil wir einfach auch auf einer Wellenlänge sind. Und weil einen Dickerchen. Und weil wir auch wirklich immer zur selben Zeit denken, ich brauche dich nur angucken. Es ist doch so. Und ich weiß schon, okay, alles klar. Hatten wir doch neulich, Mel und ich waren zusammen auf ein Burna Boy Konzert. Yes! Und da war auch meine Schwester dabei und noch eine Freundin von mir, ein paar Freundinnen von ihr. Und da war das auch so, dass Mel und ich im Laufe des Abends einfach nur, es trafen sich unsere Blicke und wir wussten. Girl. Und wir wussten einfach. I'm telling you. Wir wussten. Wir wussten, ja, weil einfach so viel Hate herrscht. Da kommen wir gleich zum nächsten Ding. Ja. Was mich richtig abfuckt und so richtig krass abfuckt. We can all be great. Also wirklich, kein Mensch nimmt dir auf der Welt was weg. Aber trotzdem gibt es Menschen, die einfach von früh bis Abend andere Leute haten müssen. Ja. Egal, ob die hübscher sind, ob die mehr können, ob die eine andere Sprache sprechen können, ob die singen können, ob die tanzen können. Man muss einfach die ganze Zeit irgendwelche Leute haten und denen das dann auch mit den Blicken zeigen. Ja. Also, das ist etwas, was ich einfach nicht kapiere. Wirklich. Ich kapiere es nicht. Also, was hast du davon, wenn du jemanden von oben bis unten anguckst mit einem Hater-Blick? So, was gibt dir das jetzt? Was gibt dir das jetzt? Fühlt sich jetzt besser? Ernsthaft? Also, ich kann es nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dort, und das ist das Traurige an der Sache, wir sind ja nun mal heller. Also, mein Vater ist komplett Afrikaner ja. Und ist extrem dunkel. Und Amandas Papa ist auch dunkel. Und wir sind natürlich dadurch heller. Still, we have curly hair. Und unsere Mütter sind weiß. Ja, unsere Mütter sind weiß. Wir sind halt mixed. Wir haben trotzdem curly hair, genau, wir sind mixed. Haben ein bisschen hellere Haut. Und permanent muss ich mit Leuten entweder über Blicke darüber Diskussionen führen, dass ich nicht so schwarz bin wie sie. Ja. Oder dass es Leute auch wirklich aussprechen. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Bis heute nicht. Also erstmal, warum maßst du dir an, mir zu sagen, dass ich nicht schwarz bin, weil ich einen helleren Hauttyp habe? Mm. Und zum anderen, also ich fühle mich schwarz und ich weiß auch, dass ich schwarz bin. Naja, frag mal in Köpenick oder Marzahn, wer jetzt hier der Dunkelste ist und ja. Die werden sagen, ihr alle. Frag mal Christian oder Paul. Na, richtig. Die schreien mir auf der Straße auf jeden Fall hinterher, Nigger. Tut mir leid, aber wenn du jetzt denkst, ich bin Deutsche und arisch und bin in deinen Augen... Und habe nicht die gleichen Probleme wie du. Bin in deinen Augen blond und blauäugig und habe nicht die gleichen Probleme, dann okay, also hast du umsonst. Aber ist für mich, weiß ich nicht, kann ich dir dann nicht sagen, ja, woher mein Vater kommt und ja. Das ist wirklich auch ein Phänomen, was ich immer wieder auch mitkriege und einfach unfassbar hängen geblieben finde, weil ich es einfach überhaupt nicht verstehe. Wir haben ja auch darüber geredet, als wir zum Konzert gegangen sind, dass wir so dachten, oh geil, endlich mal so krass viele Black People ja, auf einem Haufen, ja. Wie geil ist das denn? Ja. Und dann hatte man aber teilweise wirklich das Gefühl, durch Blicke von einigen Leuten, dass die sich aber dachten, ja und was wollt ihr jetzt hier? Ihr habt doch gar keine Berechtigung. Genau. Was für Burna Boy? Genau. Ihr könnt ja jetzt hier nicht irgendeine Ghana-Flagge schwingen, so. Ihr könnt ihr doch gar nicht machen. Nigeria. Ja, Nigeria, sorry. That was no racist comment. Es war jetzt einfach so, yeah. Whatever, äthiopische whatever. Also, dass Leute einfach denken, so, haben jetzt nicht die Berechtigung, auf diesem Konzert zu sein, weil wir sind nicht ganz schwarz wie Burna Boy. Genau, wir können jetzt nicht so doll dazu feiern. Mind you, dass Burna Boy eine Wifey hat, die auch light-skinned ist? Just saying. Also, ich verstehe diesen ganzen light-skinned, dark-skinned Scheiß
ehrlich gesagt nicht. Also, ich verstehe es auch nicht. Und ich finde es auch einfach wirklich ätzend, weil at the end of the day, und es soll jetzt, es ist jetzt auch kein, ich bin jetzt bei Gott nicht irgendein krasser Pro-Black oder sowas. Mir ist wirklich, ich bin in so einer multikulturellen Familie aufgewachsen, mir ist es scheißegal, welche Farbe du hast, so. Aber man ist nun mal trotzdem hier in Europa und auch ganz speziell in Deutschland so, man ist einfach in der Minderheit, so. Aber wenn man dann da halt noch das Gefühl kriegt, so, nee, aber ihr gehört hier aber nicht dazu, so, dann finde ich das ganz komisch. Und meine Schwester zum Beispiel, Kiki, Shoutouts an Kiki, die hat zum Beispiel, die war ja auch auf dem Burna Boy Konzert und Kiki ist meine Halbschwester, also wir haben verschiedene Mütter und ich bin von allen meinen Geschwistern sozusagen, bin ich die dunkelste, weil alle anderen sind einfach ein bisschen heller geworden und Kiki hat grüne Augen und hat so dunkelblonde Haare und ist von der, vom Hautton her hell. Man sieht trotzdem, dass sie jetzt nicht irgendwie white white ist so, aber man würde jetzt auf den ersten Blick auch nicht denken, dass sie halb schwarz ist. So, man würde jetzt nicht denken, so, ne? Und sie zum Beispiel hat dann auch, die hat sich beim Burna Boy Konzert krass unwohl gefühlt, hat sich irgendwann zu mir gedreht und hat gesagt, ey, I feel so white in here. So, die hat sich, das war ihr richtig unangenehm, weil, die, weil sie auch richtig angeglotzt wurde. So, als wäre sie hier Becky with the good hair. Und was willst denn du jetzt hier mit uns eigentlich? And she so. Isn't. And she's not, Kiki, du bist auch black. So. And you fucking pretty. Also, ich kann sowas immer nicht verstehen. Also, tut mir leid, also überhaupt nicht wirklich. Also, nee, verstehe ich auch nicht. Kann ich alles nicht, verstehe ich nicht, kotzt mich an. Hört auf damit, lastet. Black. Und auch immer diese... 50 Shades of Black, Digga. Wir sind alle, alles ist geil. Und auch immer so. Dieses, ja, die Lightskin-Mädels oder Jungs haben nicht dieselben Probleme wie wir. Mein Gott, Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Nee, nee. Also hör doch auf, ey. Nee, nee. Also ich sag dir mal, dass ich zwischen Renate und Walter aufgewachsen bin. Und da kann ich dir mal was von Problemen erzählen, von denen du mir ganz bestimmt nichts erzählen kannst. So. Also tut mir leid. Ja, erzähl mal ein bisschen über Renate und Walter Zeit. Also ich bin ja nun mal in einem Gebiet aufgewachsen, wo es nur um Rassismus und keine Ahnung ging, im Osten halt von Deutschland. Und ganz ehrlich, mir braucht niemand erzählen, dass ich nicht schwarz bin. Weil das wurde mir mein ganzes Leben lang eingebläut. Ich weiß auch, dass ich schwarz bin, das muss mir niemand einbläuen, weil ich sehe es jeden Tag im Spiegel. Also I got a big nose, I got big fucking lips. I love it. My dad is fucking black. No. And I love it. Und mir braucht niemand erzählen, dass ich white bin. Also, ja. I'm sorry. Ja, my mom is German, so. Also. Ach, ganz ehrlich, und sowieso dieses ganze Light Skin, Dark Skin, so, mir ist das scheißegal. Für mich ist das alles braun. We all brown people. Das ist so. Verstehe ich nicht, keine ist Ahnung. So. Ist einfach so. Und ich kann natürlich verstehen, auch gerade, weil man hat ja dann diese Ami-Vorbilder, diese Beyoncés und wie sie nicht alle heißen. Und es sind halt jetzt natürlich auch keine dark-skinned girls, leider Gottes, ja, die natürlich genauso talentiert, genauso hübsch sind in everything, so, ich finde das total schlimm, dass da so krass diskriminiert wird auch, aber at the same time, ich kann ich doch nichts dafür. Musst du das nicht auf mich projizieren, weil alle unsere Stars, die wir so kennen, Cardi B und was weiß ich, hellhäutig sind, kann ich da jetzt nichts dafür. I'm still black. Sagen sie ja bei Cardi B auch mal, die ist ja nicht schwarz, ja, die ist ja Dominikanerin. Ja. Finde ich alles behindert. Ja, also was mich auch ankommt, sind Narzissten. Oh, Katastrophe, ciao. Leute, die andere Leute wie Scheiße behandeln. Und am Ende heißt es immer, ich war's nicht, ich habe nichts gemacht. Das ist alles deine Schuld. Mhm. Du hast dich hier verhalten wie das letzte Stück Scheiße. Mhm. Du bist hier das Problem. Du bist diejenige, die hier das und das und das und das und das falsch macht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe es auch gar nicht so gemeint. Ich habe es so nicht gemeint. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung. Also du musst mal ein bisschen hier auf dich achten. Und das ist sowas, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das macht mich rasend, Alter. Da könnte ich diskutieren bis nächstes Jahr um dieselbe Zeit, Alter. Nee, das brauche ich auch nicht. Wirklich. Ich finde es unmöglich, wenn man selber nicht ein bisschen Selbstreflexion hat und nicht ein bisschen sagen kann, ich habe gerade einen Fehler gemacht und ich habe mich vielleicht gerade auch nicht korrekt verhalten. Sorry, müssen vielleicht beide mal irgendwie auf uns achten oder keine Ahnung. Nö. Es ist immer nur eine einzige Natürlich. Person ist immer schuld Natürlich. Bei Narzissten. Immer. Du bist immer der Buhmann. Und das Ding ist,
Also man hat ja auch mit Narzissten wirklich permanent was zu tun. Also auch gerade ich im Musikbusiness, da gibt es ja so viele, die ja denken, die sind Jesus Christ höchstpersönlich. Du kannst denen ja gar nichts erzählen. Aber die erzählen dir permanent, was bei dir eigentlich alles nicht stimmt und nicht richtig ist. Stimmt ja auch immer nur bei den anderen alles nicht. Genau. Bei mir selber ist alles cool. Genau. Und ja, finde ich auf jeden Fall auch einen richtig schlimmen Charakterzug. Vor allen Dingen, du kannst mit solchen Leuten auch nicht diskutieren. Nee. Du kannst kein Argument gegen einen Narzissten gewinnen. Nee. Weil die drehen das immer auf irgendeine Art und Weise, dass du falsch liegst. Ja. So. Das ist so. Und das können die kleinsten Kleinigkeiten sein. Du bist das Problem. Du bist das Problem. Du hast ja das und das gemacht. Du hast so und so reagiert. Du hast das und das gesagt. Du hast das und das gemacht. Und du kannst sagen, ey, aber du hast in dem Moment das und das und das gemacht und deshalb habe ich vielleicht so reagiert. Nein. Nee. Nein, das war ja ganz anders. Ja, erstens, dann so habe ich aber, das habe ich aber nicht gemacht. Oder, ja, aber trotzdem war deine Reaktion, war dann trotzdem aber falsch. Immer also so selbst drehen. Wenn ich sowas gesagt habe, dann ist aber deine Reaktion, es liegt ja dann an deiner Reaktion. Immer so drehen, dass man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen muss. Genau. Immer so drehen. Also da kriege ich das kalte Kotzen, das sage ich euch, das finde ich unfassbar ekelhaft, so eine Charaktereigenschaft. Ganz furchtbar. Und mit solchen Leuten möchte ich auch nichts zu tun haben. Das merke ich relativ zeitig, wer so ist und wer so nicht ist. Oh und hell, I call the bullshit real fast. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ganz schnell dabei zu sagen, oh, tschüss, Alter. Du bist für mich richtig genau gestorben. Deswegen ist mein Circle, my circle is small as fuck und da kommt auch einfach niemand Neues rein. That's what's up. Weil, no new friends. Nee, das geht einfach nicht. Ich muss auch was trinken, Leute. Das geht überhaupt gar nicht. Kann ich nicht. Was ich auch richtig ekelhaft finde, also Narzissmus finde ich super anstrengend bei Leuten. Was ich bei Leuten auch richtig komisch finde, ist so Fakeness. Wenn so Leute um dich rum sind, nur weil sie nutzen oder weil sie davon profitieren wollen, dass sie um dich herum sind. So, ne? Was man natürlich auch gerade, oder was ich gerade auch des Öfteren schon gemerkt habe, weil ich halt Musik mache oder weil ich ein bisschen rappen kann oder weil, wie Manuelsen mal gesagt hat, diese paar Wörter, die wir machen, dass dann irgendjemand das feiert und dann der Meinung ist, mit mir angeben zu müssen. Meine Freundin macht das und das und das und meine Freundin, guck mal hier, das ist meine Freundin, guck mal, was die kann und ey, und sing doch mal was und mach doch mal und zeig doch mal dein Video und mach doch mal hier und so. Nee, Motherfucker. Weil wie gesagt, ich bin nicht ein Mensch, der sich in den Vordergrund stellt, weil ich irgendwas mache, so. Normalerweise sage ich halt, ich gehe zu meiner Freundin oder keine Ahnung. Natürlich kam schon das ein oder andere Mal das Thema auf, dass ich, Benny ist heute richtig, der kommt heute gar nicht klar. Der ist richtig bescheuert gerade, Alter. Nee, also natürlich kam das ein oder andere Mal schon das Thema auf, dass du halt meine beste Freundin bist und dann kommt das natürlich, dass ich sage, ja, die und bla, so. Aber ich habe am Anfang unserer Freundschaft auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich richtig krass durchsetzen musste und beweisen musste, damit du weißt, dass ich nicht eine von diesen Personen bin. Ja, aber... Also ich habe gemerkt, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Ja, also das habe ich gemerkt, dass ich wirklich... beweisen musste. Ich bin nicht nur deshalb hier, ich bin wirklich hier, weil ich dich liebe, weil du meine beste Freundin, meine Freundin bist. Und das musste ich wirklich beweisen. Also das, nicht, dass du das absichtlich machst, sondern dass du so, das ist so eine Schutzfunktion. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das habe ich gemerkt am Anfang. Das finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich, bei mir ist das genauso. Ich finde, das muss auch sein. Man kann ja jetzt nicht hier jeden Konstantin irgendwie reinlassen. Hier kommt doch nicht jeder rein. Ja, nein, in den Zirkus, da lassen nicht alle Clowns. Da kommen bestimmte Clowns rein in den Zirkus. Nee, also das ist, ich muss auch sagen, ich habe auch immer wieder dieses, ich bin ja richtig krass anti, ne? Also mein Freund meinte heute erst wieder zu mir, Alter, wenn du manchmal deinen Blick sehen könntest, ne? Ja. Ja. Girl, weil ich möchte nicht nett sein. Du würdest bestimmt mit dir selber die krasseste Schlägerei machen, die jemals jemand gesehen hat. Krasser als 300. Krasser als Sparta. Deine Kampfszene mit dir selber geht über 5 Tage. Ohne Pause. Ich schwöre. Und ohne Knieschutz und ohne Helm. Ich habe Todesblick. Aber einer aus dem Grund, ich möchte wirklich, und ich meine es ganz ernst, ich möchte einfach keine neuen Freunde. Also, ich hab's probiert ein paar Mal. Hab gedacht, ey, versuch's nochmal, keine Ahnung, vielleicht ist der und der ja ganz nett. Nach einer bestimmten Zeit merke ich, nee, alles klar,
genauso ein Spast wie alle anderen. Ja, Mann. Vorher große Reden schwingen und hier, ich bin so, ich bin das und bei mir ist das so. Ich bin voll loyal und bla. Ich bin loyal und du bist so toll und du bist so dies und du bist so das und dann passiert eine Sache und du bist einfach gar nicht mehr so toll. Ja. Und da denke ich mir... Naja, oder es passiert Bullshit. Vor allen Dingen ist es ja Bullshit, der auch passiert. Wenn du bei solchen kleinen Sachen so eine riesen Sache draus machst, dann und das sind die Leute, die meistens auch dieses Wort von früh bis Abend im Mund haben. Natürlich, natürlich. Die reden den ganzen Tag, ich bin so loyal, ich bin so loyal, ja, ich bin natürlich. Dies, ich bin das, ich bin so und oh, und ich bin so real und bla bla bla. Das sehen wir ja jetzt hier gerade alle. Naja. Ihr lasst ja jetzt auch nicht jeden Nachbar rein. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man eine verbitterte Person ist oder sonst sowas, sondern einfach, die meisten Leute sind einfach bescheuert. So, das ist einfach so. Die meisten Leute sind einfach bescheuert. Was ich auch richtig dumm finde oder was auch für mich ein richtiger Upturn ist bei Menschen, ist Dummheit. Und ich meine nicht Dummheit im Sinne von Bildung. Obwohl teilweise das auch ein bisschen was mit Bildung zu tun hat. Weil wie man sich verhält, hat ja auch was mit Bildung zu tun. Man erlernt ja ein Verhalten oder eine Verhaltensweise oder so. Das heißt, so im übertragenen Sinne ist es schon Bildung, aber nicht Bildung im Sinne von Schule, sondern Bildung im Sinne von, wie lebe ich mein Leben. Ich kann das nicht, wenn Leute in meinen Augen Sachen machen, die dumm sind und dann aber von mir so Verständnis jetzt 80.000 Mal dafür haben wollen. Also für mich hört es dann einfach irgendwann auf. Und das sind so ganz Extremfallsachen, so wie, du bist in einer Beziehung und wirst ihr schlagen. Das kann ich mir ganz genau einmal anhören und dann muss ich leider gehen. Weil das kann ich jetzt nicht 20 Mal hören und sagen, oh, es tut mir so leid. Und dann bin ich auch, ich sag dir das auch einmal, zweimal, zehnmal so, aber irgendwann denke ich mir halt ganz ehrlich, nee. Also dir ist nicht mehr bei zu manchen helfen. Sachen bin ich beim ersten Mal schon raus, das muss ich nur hören und da muss ich noch nicht mal irgendwas zu sagen, weil ich mir nur denke, okay, fucking retarded. Next! Mann, geht gar nicht. Ach, scheiße. Geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ach, überhaupt nicht. Jetzt, wo wir beim Thema sind, da kann ich euch gleich nochmal eine lustige Geschichte erzählen. Ich kann nicht mehr. Ich muss auch noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe neulich in meiner fucking Insta-Story einen thailändischen Akzent gemacht, ja. Jetzt könnte ich natürlich richtig hässlich sein und sagen, vielleicht war es auch ein chinesischer oder vietnamesischer. Aber so bin ich nicht. Für mich war es ein thailändischer Akzent. Ich muss dazu sagen, meine Tante ist Thailänderin. Ja? Ich bin aufgewachsen, mein Onkel hat eine Thailänderin geheiratet. Die haben einen Sohn, das ist mein Cousin und der ist halb Thai. Und ich bin mit diesem Akzent und dieser Kultur und diesem Essen einfach aufgewachsen. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit einer Tante, die zu mir gesagt hat, Amana! Komm mal gut her, du willst was trinken, ja, du hast Hunger, ich mag für dich was zu essen, du immer glücklich, du happy, du alle gut, lieber, lieber, lieber. Ich bin damit aufgewachsen. It ain't nothing for me. Für mich ist das nichts Besonderes. Und ich bin da sowieso so ein sprachaffiner Mensch, ich bin musikalisch, ich hab Gehör, so, ich hab so ein Gefühl für Sprachen, für Akzente. Mir geht einer ab. Ich krieg so ein Rohr, wenn ich Akzente höre, ja, und es kann ein Schweizer Akzent sein, was auch immer, ein britischer Akzent oder whatever. Oder halt ein thailändischer Akzent. Und dann passiert es auch manchmal, weil ich bescheuert bin und weil ich einfach es mag, Spaß zu haben und Spaß zu machen, dass ich mal in so einen Akzent ausbreche. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe diesen scheiß Akzent in meiner Story gemacht und habe irgendwie mit meinem Hund geredet und habe gesagt, dass ich jetzt einkaufen gehe. Nee, dass ich einkaufen gehe. Ja, war das nicht das, der Abend, wo du zurückkamst und wo du gesagt hast, ich hatte jemanden einkaufen? Nee, nee, das war davor. Ach, okay. Das war 3-4 Tage davor. Da habe ich zu meinem Hund gesagt... Ach, du kannst nicht mitkommen. Ich habe gesagt, so. Bailey. Genau. Bailey, ich gehe jetzt einkaufen. Du musst hier bleiben und so. Und du musst warten. Und wenn du hier was kaputt machst, mache ich dich kaputt oder so. Mhm. Ey, und ich schwöre, meine DMs voll mit Leuten. Oh mein Gott, wie geil. Und ich habe doch schon drauf gewartet, dass irgendeiner reinscheißen muss. Und dass das ausgerechnet dann ein Asiate sein muss, ja. Dann schreibt mir irgendein Koreaner, der noch nicht mal mir folgt auf Instagram. Das ist ja doch das Geilste. Aber die Story stalkt. Aber die Story stalkt oder wo irgendjemand gepetzt hat. Auf jeden Fall war die Akzente-Polizei
in mein DM drin und hat gesagt, halt! Halt, stopp! Das geht so nicht! Und dann hat dieser Mensch mir geschrieben, ich weiß bis heute auch nicht, ob das ein Typ oder eine Olle war, hat dieser Mensch mir geschrieben, der auch natürlich null Follower hatte und so. War ja, sowas, normal. Schrieb mir dann, also asiatische Akzente können ja ganz lustig sein, aber ganz ehrlich, dass du als Frau mit amerikanischem Migrationshintergrund, was für erstmal Migrationshintergrund, Motherfucker, ich bin deutsch. Ich bin nicht hierher emigriert. Ich bin hier geboren. Meine Wurzeln, ja. Aber I am not an immigrant homeboy oder homegirl. Ich bin deutsche Pass, deutsche Adler auf meinem Pass, ja. Ich bin von Übersee. Ich von hier. Auf jeden Fall, der schreibt, dass er es widerlich findet, dass ich als Frau und dann noch mit amerikanischen Migrationen. Du als Frau, dass du dir das aber hier auch... Dass ich das so ins Lächerliche ziehe. Und bei Humor können sich ja die Geister, also die Meinungen, ne, können ja auseinandergehen. Aber die Person würde doch von mir erwarten, dann ein bisschen mehr Empathie an den Tag zu legen. Schönen Abend noch. So. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Normalerweise auf so eine Sachen reagiere ich gar nicht, aber manchmal bin ich bescheuert und muss auch auf sowas reagieren. Und ich dachte mir, das ist so eine Sache, da muss ich was sagen, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich dem gesagt, pass mal auf, Kumpel. First of all, ich finde das richtig krass lustig. So. Weil das ist einfach mein Humor. Ist einfach so. Dafür entschuldige mich auch nicht. Und eigentlich muss ich das auch nicht großartig erklären. Aber ich habe ihm gesagt, pass mal auf. Ich bin erstens mit dem Akzent aufgewachsen. Ich komme aus einer Multikulti-Familie. Meine Tante ist Thailänderin. Meine Oma ist Jamaikanerin. Mein Opa ist Kubaner. Dann halt noch ein Stiefopa, der kommt aus Haiti. Dann hat meine Cousine mal 6 Jahre in Korea gewohnt. Und was ist denn noch? Ein Argentinier hat sie dann auch noch mal geheiratet. Und hat noch, also ich habe in meiner Familie ist alles. Ja, da sind alle außer Australier. So, sonst ist bei uns alles. Ich bin einfach mit Akzenten aufgewachsen so und für mich ist es weder böse gemeint noch negativ behaftet noch irgendwas und musste dem erstmal erklären und sagen so, Junge, ich mache mich nicht darüber lustig, also I'm not making fun of it, I'm having fun with it und da ist ein Unterschied. Ich habe jetzt nicht gesagt, alle Chinesen sind kacke, ja, sondern ich habe in einem Akzent geredet, den ich total lustig finde, genau wie jeder andere Akzent auch, genauso wie Sächsisch oder genauso wie fucking Schwäbisch, ja, oder wie fucking Holländisch oder was auch immer. Ja. Und wenn du das als fucking, ich ziehe die asiatische Kultur ins Lächerliche und Empathie, Digga, was für Empathie? I'm having fun. So. Du als Frau. Ach, egal. Auf jeden Fall, das fand ich so dumm. Und dann kam natürlich erstmal gar nichts. Und dann kam irgendwann um 1.36 Uhr morgens, ein paar Tage später, wieder, liebe Männer, entschuldige die Ausdrucksweise. Und nur das habe ich gesehen in den DMs und dachte mir, ne, und habe direkt gelöscht. Weil ich dachte mir, ich werde jetzt hier nicht hin und her gehen und diskutieren, was ich jetzt lustig finde und was ich nicht lustig finde. Und habe dann den Typen oder dem Mädchen, was auch immer das war, auch geschrieben, so gerade du, weil du ja weißt, dass ich einen amerikanischen Migrationshintergrund habe, musst du wissen, dass sowas von mir nicht rassistisch gemeint ist. Because I'm a Ausländer. Von der Hautfarbe her bin ich auch ein Ausländer. Ja, und ich würde niemals sowas machen, um mich über etwas lustig zu machen, sondern ich habe Spaß damit. Und da ist einfach ein Unterschied, Alter. That's so. What's up. Und sowas mag ich einfach auch nicht. Ja, Leute, die einfach... Dumm, unnötig. Ja. Unnötig. Immer diese Politiker. Ja. Bei Instagram. Weil das ist, als ob ich sage, ey, lilane Socken sind voll geil und jemand sagt so, nee, gelbe. Ja, nee, aber ich finde aber lilane gut. Ja, so. Das ist, wie gesagt, die müssen immer Politik schieben. Immer dieses, also, und da muss ich auch ehrlich sagen, shout out to everybody who got, like, richtig viele Follower. Weil die müssen sich ja den ganzen Tag mit so einer Scheiße rumschlagen. Na, jeder hat eine Meinung. Letztens meinte auch diese Nicolette, diese Mademoiselle Nicolette, ja, oder, ja, heißt sie? Nicolette vloggt.
Oder, ja, heißt sie? Also Nicolette auf jeden Fall. Irgendwie so. Aber auf jeden Fall, sie meinte auch, sie hat richtig den Spaß daran verloren, irgendwelche Sachen zu posten. Ja. Weil ständig irgendwelche Leute Politik daraus machen. Es ist furchtbar. Und ihr schreiben, wenn sie Fleisch isst, ja, aber das ist nicht gut, dass du Fleisch isst. Mhm. Und wenn sie fliegt, ja, aber... Mein Gott, Leute. Also wir wissen es doch nun langsam alle. Verstehe immer nicht, warum. Also sitzen diese Leute den ganzen Tag zu Hause und denken sich... So, und jetzt muss ich ihr mal was sagen, was sie denn noch nie gehört hat in ihrem Leben. Also denkt ihr jetzt wirklich, ihr seid so super schlau, dass man es selber nicht weiß? Oder keine Ahnung, vielleicht macht man es einfach trotzdem, ja, obwohl man es weiß. Du, ich finde, also ich finde vis-à-vis eine Freundin von mir, die hat mal ein richtig geiles Statement gemacht vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, was ich so krass gefühlt habe. Sie hat auch so einen Roman geschrieben unter irgendeinem Bild und hat gesagt, ey, also ihr ist es... Es ist, dass sie es auch leid ist, so nach dem Motto, sie macht ein Foto, da stehen dann im Hintergrund irgendwelche Plastikflaschen. Dann kommt irgendjemand und sagt, naja, aber recyceln und mit, aus der Plastikflasche und etne. Aber dann kommt aber auch wieder der Nächste und sagt, aber dein Sneaker ist aber auch aus Leder, da wurde auch ein Tier getötet. Und hier und da und da und auf jeden Fall, sie hat gesagt, so, man kann über alles immer meckern, also es ist sowieso immer sich leichter über irgendwas zu meckern, anstatt dass man sagt, ey, aber das machst du gut. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ist so. Und die Sache ist, was sie auch geschrieben hat, was ich so geil fand, so, sie hat gesagt, wir kämpfen alle für eine Sache, but we're not all fighting the same shit. Mhm. Es kann nicht jeder Vegetarier sein, es kann nicht jeder Veganer sein. Aber wenn du Vegetarier bist und ein Leben rettest und ich aber immer aus einer Glasflasche trinke, anstatt Plastik zu nehmen, dann ist doch, am Ende ist es doch for the same cause. Ja. Nur, dass wir verschiedene Sachen tragen, also hört mal auf, alle so krass rumzumäkeln, macht das, was ihr könnt, und nicht jeder kann die Welt retten auf 1000 verschiedene Arten und Weisen, so jeder hat seine eigene Art und Weise und das muss man dann auch, da muss man auch Tribut zollen und sagen, das machst du gut, aber ich kann jetzt deswegen trotzdem nicht irgendwie auch noch 80 andere Sachen auch noch machen, konzentrier dich auf diese eine Sache, die du machen kannst. Und macht nicht irgendwelche Leute, und gerade wie du sagst, Leute, die dann irgendwie ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, die kriegen das alles ab. Verstehe das nicht. Furchtbar. Also bei mir ist es ja wirklich nicht so schlimm mit meinen 14,6 oder 14,7, die ich habe. So, das, da ist, bin ich, komme ich ja noch wirklich gut davon. Aber es gibt ja andere Leute, die wirklich nur beleidigt werden, permanent. Ja. Und was mir auch mal aufgefallen ist, was ich auch so schlimm finde, oh mein Gott, ich liebe Rap, aber ich hasse Rap-Fans. Ich hasse Rap-Fans. I'm really sorry, ihr seid alle behindert. Ja? Und mit alle meine ich nicht alle. Aber ey, die meisten sind so beschränkt. Shadow, unser Kumpel. Ja, ne? Ja. Shadow 030. Der hat ein Video gepostet vor ein paar Wochen. Mhm. Von so einem Typen, so ein weißer Dicker, der im Auto sitzt und einen Biggie-Song rappt. Mhm. Und original so krass. Der klingt original wie Notorious B.I.G. So. Ey, Digga, und ich habe das Video geliked und ich habe da drunter geschrieben, ich sterbe. Ja. Weißt du, wie krass ich beleidigt wurde von irgendwelchen Spasten? Because? Wer bist du? Was willst du denn? Halt dein Maul. Was? Digga, wo ich mir nur denke, oh mein Gott, seid ihr alle behindert in eurem Schädel? Weil das Rap ist. Digga, du kannst ja nur... Guck mal unter diese ganzen Rapper. Aber aus welchem Kommentar Grund wirst du denn jetzt beleidigt? Aus einfach so, weil ich eine Frau bin, die da was hingeschrieben hat und noch ein Haken hinter dem Namen steht. Ach du Scheiße. Und dann sind es ja so Leute, die dann auch denken, dass man sich ja Haken kauft und so. Die peilen ja dann nicht, dass du schon ein bisschen was geleistet haben musst, um so einen Haken zu haben. Das kannst du ja nicht einfach so kriegen. Gibt auch Leute, die haben 1,3 Millionen Follower und haben keinen Haken. Und es sind ja dann auch immer so eine Schlauberge. Wer bist du denn? Wie geht denn das überhaupt? Wie kannst du denn überhaupt einen Haken haben? Du hast doch nur 14.000 Follower, so nach dem Motto. So. Das sind irgendwelche 16-jährigen Opfer, die drei Haare am Sack haben und noch zu Hause bei ihrer Mutter wohnen, sich Wäsche waschen lassen und Essen steht auf dem Tisch. Ja, und schlechte Noten in der Schule haben sie auch noch. Die haben ja sowieso die größte Schnauze. Aber ja, und das ist einfach so ohne Sinn. Und das fand ich so krass, weil ich dachte, ey, man schreibt einfach einen Kommentar darunter und sagt, haha, lustiges Video. Und dann wirst du da von irgendwelchen Seiten zugenölt. Halsmauer, wer bist du? Dieses und jenes. Also da frag ich mich ganz einer hat auch geschrieben, einer hat auch geschrieben, zurück in die Küche. Naja, das ist, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Ja. Das liegt ja auf der Hand. Also da ist nicht viel los im Hirn. Da rollt eine Kugel immer hin und her von einer zur anderen Seite und das war's.
Also tut mir leid, aber das sind so Leute für mich, da kann ich auch nichts zu sagen, weil das ist einfach so unterstes Niveau. Also da ist halt auch nichts, also da kann ich nichts drauf geben. Das sind so Leute, die sehen dich und das Einzige, was sie zu sagen haben, du bist fett. Ja. So, was anderes, die können sich nicht normal unterhalten. Die sind aber du einfach, bist hässlich. Ja, die sind einfach, die haben halt kein Gehirn. Also da geht nicht viel ab mit Intelligenz oder so. Aber das ist voll traurig, finde ich. Ja, es ist traurig. Dass so viele Rap, dass so, das einfach so, Digga, also ich wusste schon immer, dass Rap auch immer so ein bisschen aggressiv ist und so. Aber es ist halt komisch, dass die krassesten Gangster-Rapper trotzdem immer, die von Waffen und Stechen und weiß ich was erzählen, immer noch gechillter drauf sind als ihre Fans. Auf jeden Fall. Und halt mega viel Respekt auch haben, ne? Also da wirst du nicht erleben, dass die irgendwie vielleicht in einer bestimmten Situation würden die auch Leute beleidigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von den Leuten, wo ich bisher immer am allermeisten dachte, die sind sehr respektlos und keine Ahnung, die hatten den meisten Respekt. Na, ist ja auch so. Und haben dann so ganz normal mit dir gesprochen und waren total höflich und total nett. Das ist aber, ja, also das ist, da muss ich auch denken, muss ich auch sagen, hatte ich wahrscheinlich auch so oft Klischee-Denken so, aber gerade die, wo man das am meisten denkt, die sind am nettesten so. Und gerade so kleine Scheißdreckskinder, die einfach noch nichts geleistet haben im Leben, die sitzen, sind dann da und sind Instagram-Gangster. Also ganz ehrlich. Furchtbar. Und da natürlich auch immer alle ohne Profilbild, kein Follower, Follower, niemand. Ja, na logisch. Hauptsache aber Hauptsache sagen, du bist hässlich. Ja. Du wahrscheinlich auch. Sitzt vor deinem PC und bist wahrscheinlich auch klein, fett, hässlich und doof. Hm. Und natürlich hast du kein Bild drin. Und hast noch nicht gebumst. Nee. Aber willst du hier deinen Penis rumschwingen, als ob du hier der Big Dick Motombo bist, Alter? Ich glaube ja wohl auch. Duellieren wir uns hier gerade mit 15-Jährigen? Ja. Ja! I don't give a fuck, suck my dick! Suck my dick! Suck my dick! Ist doch unfassbar, Alter. Ey, da muss ich auch noch eine Story erzählen, die ich auch unfassbar finde. Aber wollen wir. Machen wir eigentlich ein Soul Food of the Day? Ach so, nee. McDonald's. McDonald's. Menü Nummer 5. Ja. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir sind gerade nicht in der Stimmung. Nee, nein. Also fällt aus. Ja. Ist ja alles spontaneous hier, von daher. Auf jeden Fall. Ich habe zu viel Hate, ich kann nicht. Auf jeden Fall, weißt du noch Burnout-Konzert auf der Treppe, was ich erzählt habe mit dem Handy? Ja. Das muss bitte ich erzähl die Geschichte bitte für die Leute. Wir waren auf dem Konzert. Ich habe Asthma. Und konnte dementsprechend da drin sowieso schon schlecht atmen, weil alle geraucht haben und die Luft war einfach für den Arsch. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ja, lass mal jetzt schon rausgehen, bevor hier die Lawine richtig losgeht und wir alle irgendwie hier stuck sind, ne? So, er so, okay, alles klar, los geht's. Dann stehen wir auf der Treppe, wir waren natürlich trotzdem stuck. Mhm. Und vor mir war so ein Mädchen, auch so ein, also auch light-skinned, auch so ein kleiner Fro und so. Und out of the blue dreht sie sich zu mir um und sagt, du hast mein Handy geklaut, gib mein Handy zurück. Ich so, excuse me, bitch? Wie, ich habe dein Handy geklaut? Ja, du hast mein Handy geklaut, das war gerade noch in meiner Arschtasche und jetzt ist es nicht mehr, da gibt das wieder. Ich so, sag mal, hast du irgendwie eine Behinderung oder was? Ich so, hier ist mein Handy. Und ich will jetzt nicht hier braggen oder sagen, ich bin hier was Besseres oder ich bin geil oder ich kann es mir leisten oder bla bla bla. Aber das ist das neueste iPhone 11 Pro Max. Und also ich wüsste jetzt nicht, warum ich ein neues Handy jetzt von mir von irgendjemand klauen sollte. So. Dann sage ich so, also bist du irgendwie bescheuert so? Ich habe dein Handy nicht geklaut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Guckt in ihre Tasche. Auf einmal ist das Handy da und sie sagt zu mir, oh, hier ist es ja. Ja, aber du musst doch nicht gleich so eine Attitude schieben. Oh. Ich so, ich muss keine Attitude schieben. First of all, hast du mir jetzt hier gerade gesagt, dass ich dein scheiß Handy geklaut habe? Vor 100.000 Leuten. Vor der versammelten Mannschaft erzählst du mir, ich habe dein Handy geklaut. Und du willst jetzt, dass ich hier keine Attitude an den Tag lege. Ja, das kann man ja auch vernünftig sagen. Ich kann mich ja mal irren. Ach so. Ach so. Das Irren. Hm. Ja. Also. So sind die drauf, die Bitches hier draußen. Girl. Ey. Nee. Also da bin ich wirklich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Also da verstehe ich die Welt nicht mehr echt. Also bevor ich irgendjemanden wegen irgendetwas beschuldige, vielleicht guckst du erstmal in deine Scheißtasche und
überzeugst dich erstmal von dem Gedanken, dass dein Handy überhaupt weg ist oder überhaupt irgendetwas weg ist. Und dann, wie kannst du einfach irgendjemand, der hinter dir steht, dafür beschuldigen? Nee. Du warst gerade auf einem fucking Konzert. Wenn du dein scheiß Handy in deiner scheiß Arschtasche hast, hätte das jeder Spaß in dieser Halle klauen können. Und du willst mir jetzt erklären, ich, die hinter dir steht, weil sie gerade die Treppen runtergehen will, ich habe das jetzt geklaut. Und das Einzige, was man uns vorwerfen kann, woran wir schuldig sind, ist, dass wir besonders gut aussehen. Alles andere... Alles andere waren wir nicht. Truly, honestly. That's don't what's know. That's what's up. I wasn't there. Aber normalerweise, ich bin auch so perplex gewesen, weil normalerweise hätte ich sie wahrscheinlich auseinandergenommen. Aber ich war so perplex in diesem Moment, dass sie mir gerade unterstellt, dass ich ihr scheiß Handy geklaut habe, dass ich so dachte, ja, what? Man ist sprachlos, du rechnest ja auch nicht damit. Ey. Also wirklich, richtig krass. Aber das finde ich auch so, da raste ich auch immer aus, wenn Leute so krass übergriffig sind. Was ja auch voll oft mit Männern passiert oder so. Ganz ehrlich, liebe Soul Brothers, die hier zuhören, ihr seid cool. Ich weiß, dass ihr sowas nicht macht. Aber dann gibt es ja Leute, gibt es ja Männer, die einfach richtig bescheuert sind und ja auch denken, dass es ganz besonders toll ist, wenn sie dich ansprechen mit geiler Arsch oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, oder einfach zugreifen. Ja, oder das. Und dann hatte ich mal eine Situation, da stand ich bei mir vor der Haustür und da sind zwei Typen vorbeigegangen. Und dann guckt der eine sagt schon von 3 Meter Entfernung zu seinem Kumpel: Boah, guck mal ihr Arsch, guck mal ihr Arsch, guck mal ihr Arsch. Und je näher die kommen, der geiert mich richtig an, streckt schon seine Zunge so ekelhaft raus und macht so eine Bewegung, so eine Fickbewegung, weißt du, so die Arme vor den Körper und ist so am Pumpen, während er an mir vorbeigeht. Richtig ekelhaft. Und dann sind die so schräg von mir in ihr Auto gestiegen, was dann da leider stand. Und dann saßen die da noch ein paar Minütchen drin und der Typ saß auf dem Beifahrersitz, der so eklig war, und hat das Fenster aufgemacht und hat weiter angefangen, mich anzuglotzen, hat immer wieder seine Zunge rausgesteckt und hat dann angefangen zu sagen, Doggy, Doggy, Doggy. Oh Gott, das ist pervers. Und zum Glück hat in dem Moment mein Telefon geklingelt und dann war lustigerweise mein Management dran, ne? Weil die mir einen Fahrer geschickt haben, weil ich auf dem Weg irgendwo hin war und weiß ich nicht. Und ich habe dann mit denen geredet und war so, oh mein Gott, ey Leute, ich werde hier richtig sexuell belästigt gerade. Das ist richtig heftig. Und hab so, als ich das gesagt habe, auch in seine Richtung geguckt, so, dass er auch peilt, dass ich auch Deutsch rede, weil er dachte auch, ich rede kein Deutsch, ich verstehe nichts. Deswegen dachte er, Doggy verstehe ich und Fickbewegung verstehe ich. Und hab ich Bock drauf vor allen Dingen, weißt du? Und sowas finde ich auch richtig widerlich. Ekelhaft. Aber das ist ja auch dann wieder so ein ganz anderes Thema mit fucking sexuelle Belästigung, so Männer-Frauen-Ding, ist ja auch nochmal was ganz anderes. Ey, das ist... Da habe ich auch ein paar Geschichten, Alter, die mir schon passiert sind, aber sowas finde ich auch ganz furchtbar. So übergriffige, ekelhafte Sachen, wo man dann in dem Moment auch gar nicht weiß, im Nachhinein fallen 1000 Sachen ein, die man hätte sagen können und so, ne? Mhm. Aber wenn es dann soweit ist, dann it's like... Ja, du bist halt einfach immer Schockstarre. Ja. Passiert das jetzt hier gerade wirklich? Wirklich? Ja. Es ist auf jeden Fall eklig. Ekelhaft. Ekelhaft. Ey, wirklich. Und da dachte ich mir dann auch so, wirklich, warum jetzt ihr? Ich finde auch nichts schlimmer, als wenn Leute keinen Respekt haben. Ey, finde ich furchtbar. Also furchtbar. Generell übergriffiges Verhalten finde ich unmöglich, weil du musst ja erstmal gucken, wo die Grenzen liegen. So. Vielleicht will nicht jeder Mensch mit dir reden, vielleicht will nicht jeder Mensch, dass du das und das machst, vielleicht will nicht jeder Mensch, dass du da und damit hinkommst, vielleicht will nicht jeder Mensch dir alles erzählen. Ja. Ganz ehrlich, du musst mal so ein paar Grenzen auch verstehen. So. Auf jeden Fall. Auch so selber einladen und so, mach das nicht. Ja, oder auch einfach... Ja, kann ich damit hinkommen oder kannst du das für mich machen oder nee. Weil wir sind wir irgendwie Best Friends oder habe ich irgendwas verpasst oder, also die Leute kennen ihre Grenzen auch einfach nicht. Nee, finde ich furchtbar. Ja. Und bei Geld hört es ja sowieso auf, nein. Ne? Bei Geld hört ja die Freundschaft eh auf. Ja, das ist auch so ein Thema, ja. Also, es tut mir leid, aber ich hatte mal in meiner richtigen krassen Kifferzeit, okay, wo ich noch so krass gekifft habe. Ich bin jetzt übrigens, kiffe ich jetzt schon fast 3 Jahre nicht mehr. Richtig wow. Gut. Yeah, clap. Clap for me. Und, aber als ich halt noch richtig hart gekifft habe und ich glaube, es war sogar meine Anfangszeit, so Anfang 20er, da hatte ich einen Kumpel, der war so krass geizig. Und ganz ehrlich, so, ich bin so...
ich bin so ein Homie, wenn wir befreundet sind, ich kenne nicht Geld. Kennen wir so, nicht. So, wenn du Geld brauchst, ich gebe dir Geld. Wenn ich nichts habe, ist mir scheißegal, ich gebe trotzdem dir irgendwas so. Ja. I don't give a fuck so. Ja. Das kenne ich so von meiner Mutter, das ist in meiner Familie so. Ich bin auch so. Ich auch. Und du kannst mir auch 8 Monate lang Geld schulden, es sei denn, das wird bei mir richtig eng, da musst du mir, wäre es cool, wenn du mir 20 oder so zurückgibst. Aber ich bin da wirklich nicht so, dass ich da jetzt mit Fristen und das kostet aber in einem Monat, musst du mir aber 1% Zinsen noch drauf zahlen. So bin ich nicht. Und ich hatte einen Kumpel und der war so krass geizig mit allem. So wirklich, das war einer meiner besten Freunde so in unserem Freundeskreis. So, der war wirklich richtig funny und so. Und eigentlich war das der beste Freund von meinem damaligen Freund, so von meiner ersten großen Liebe. Und ich mochte den aber auch wahnsinnig, aber der war halt ein geiziger Motherfucker. Und das war dann so geizig, also wirklich in der Form geizig, dass wenn der sich eine Dose Cola mitgebracht hat, dann konntest du nicht einen Schluck davon nehmen. Oh Gott. Weil du kannst doch dann zum Wasserhahn gehen und ein Dings Wasser. Oder wenn er dir dann doch die Cola gegeben hat, dann aber trink mal nicht so viel, bitte. Oh Gott. Und, oder so eine Geschichten wie, der kommt von draußen und bringt von Hallo Pizza eine Pizza mit. Und dann wollte irgendein Kumpel irgendwie ein Stück von seiner Pizza haben. Und dann hat er gesagt, ja, aber nimm mal nur 1-2 Bisse oder so, weil dann sind wir auch quitt mit dem, was du von mir mitgekifft hast. Weil du hast ja auch, so 2-3 Züge von meinem Joint genommen. Dann kannst du auch 2-3 mal abbeißen von der Pizza, aber nicht mehr. Ey, sorry, aber ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber der war bestimmt deutsch, ne? Ja. Ey, das ist so deutsch, Alter. Das ist so deutsch. Du wirst von keiner Person, die Migrationshintergrund hat, wirst du erleben, dass die geizig sind. Und dass die, die sagen, ja, du, aber das musst du mir jetzt dann bitte rübergeben. Du schuldest mir noch 10 Euro und 20 Cent. Digga, get the fuck out of my way, Alter. Also vor allen Dingen auch immer dann so eine, nee, der kann man nicht trauen, weil ich hab ja mal 5 Euro. Motherfucker, Vertrauen hat für mich was ganz anderes zu bedeuten, als ich hab dir jetzt zwei Wochen mal dein Geld nicht zurückgegeben. Ja? Oder ich bin mal 3-mal zu spät gekommen. Wirklich? Das hat für mich mit Vertrauen gar nichts zu tun. Wirklich? Der kannst du nicht trauen, also der würde ich nichts geben, weil das kriegst du niemals wieder. Also das gibt sie dir niemals. Digga, weißt du, das Ding ist einfach. Ich bin die Erste, die einlädt oder die sagt, lass stecken oder sowas. Ey, ja? Ich bin die Erste, die einlädt. Ich bin die Erste, die irgendwo hingeht und dir was mitbringt. Ich bin, und das kannst du ja auch bestätigen, null geizig, null. Digga. Null. Sowas kenne ich einfach nicht. Ja. Für mich gibt's, wenn ich habe, gebe ich alles. Wenn du hast, gibst du alles. Und das bedeutet für mich Freundschaft. So, wenn ich dann jedes Mal, weißt du, wenn du alles gibst, dann nehmen die. Dann nehmen natürlich. Die. Dann sind die mit offenen Armen da. Oh, danke. Oh, ist voll nett. Oh, ich freue mich so, dass du nicht so bist wie die anderen, so geizig und bla bla bla. Aber wenn es darum geht, dass die geben sollen, dann ist so, ja, nee, aber das, nee, also, du schuldest mir noch 10 Euro und 20 Cent. Also, vor allen Dingen die am reichsten sind, na, die wollen überhaupt kein Geld. Ja, deswegen sind die auch so reich. Das ist ja. Kenn ich ja auch ein paar. Die ja noch nicht mal irgendwas aussehen können, obwohl sie hier richtig mit Eigentumswohnungen und was weiß ich was für ein Auto unterwegs sind. Also da bin ich raus, echt. Ich finde es so eklig, wenn jemand so ist. Also wenn du geizig bist, bitte get the fuck out of my way, Alter. Ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht. Ich bezahle dir eine ganze Reise. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon Leute Reise bezahlt. Flug bezahlt, für Hauptsache lassen in Urlaub gehen, egal, scheiß drauf. Und ich bin nicht reich, Leute, ja, aber manchmal kriegt man GEMA oder irgendwas und dann bin ich auch einfach spendabel. Ich bin auch nicht rich, gar nicht. Ich habe einen ganz stinknormalen Job und trotzdem, wenn ich habe, gebe ich. Und so war ich schon immer. Ich war noch nie ein Geizhals. Ich bring einfach irgendwelche Sachen mit. Ich bring dir einfach so, für mich, diese Geldthema, ich verstehe nicht, warum man dann so ein riesen Ding da draus machen muss. Alter, zieh mal einen Stock aus dem Arsch. Wirklich, ey. Also, sowas verstehe ich wirklich nicht. Wirklich. Ja. Also, es ist wirklich so deutsch. Wir sind auch deutsch, aber so deutsch sind wir nicht. Nee. Also, da bin ich raus. Und so bin ich auch nicht erzogen. Ey, und meine Mutter ist auch deutsch und die ist null so. Meine auch nicht. Ne? Überhaupt nicht. Meine Schwester auch nicht. Also, so bin ich ja nicht erzogen. Das kenne ich einfach nicht. Gar nicht.
Und bei kleinen Beträgen, also alles, was bis 10 Euro ist, das will ich auch gar nicht wieder haben. Ist so. Das ist mir so scheißegal, ist wenn so. Ich dir einen Zehner gebe, ey, ganz ehrlich, was sollst du damit machen? Durchbrennen oder was? Naja. Das ist mir so scheißegal, ob du mir das Las zurückgibst. Vegas. Casino. Das ist mir so egal, ob du mir das zurückgibst, weil es eh wieder eine Situation gibt, wo wir essen gehen und du zahlst oder so. Ich zahle dann wieder oder... Also, das ist für mich so ein Thema, da kann ich mich gar nicht drüber aufregen. Oder kann ich, beziehungsweise aufregen schon, aber da kann ich gar nicht drüber diskutieren, weil das so dumm ist und so sinnlos. Es gibt so Leute auch, die einem auf eine ganz eklige Art und Weise so unterschwellig klar machen wollen, dass man eigentlich voll blöd und ungebildet ist und dass die voll viel wissen und so. Und die machen das aber nicht direkt, die sagen das dann so voll indirekt. So, wenn man dann zusammen chillt und irgendwie Fernsehen guckt oder so und dann läuft Reality-Show oder so und dann sagen die so, oh Gott, ich verstehe jetzt gar nicht, warum wir das jetzt hier überhaupt gucken und so. Und was ist denn das jetzt hier und so? Okay, wo ich mir denke, du Opfer, wenn du alleine bist, guckst du auch sowas. Oder du hast doch das angemacht gerade. Oder ich hatte auch mal so eine Situation, man musste irgendeine U-Bahn-Verbindung kriegen. Und ich habe mich so nicht verkalkuliert, aber irgendwie haben wir einfach getrödelt und waren dann sozusagen 5 Minuten zu spät, dass wir dann alle Anschlüsse verkackt haben und es irgendwie dann nicht geschafft haben, pünktlich irgendwo zu sein. Dann wurde mir auch die ganze Fahrt über dahin gesagt, na gut, aber was hätten wir denn, also welche Verbindung hätten wir denn dann nehmen müssen, dass wir es dann geschafft hätten? Also welche Verbindung denn? Was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Wo ich meinte, naja, die Verbindung, die ich rausgesucht habe, war schon die richtige. Ich habe jetzt nicht 80 Ausweichmöglichkeiten gesucht, sondern die Verbindung, mit der wir da hinkommen. Wenn wir jetzt hier 3 Minuten länger zur U-Bahn gebraucht haben, ja, aber welche Verbindung hätten wir denn das nehmen sollen? Und irgendwann war mir das dann so dumm, weil dann hieß es, na, können wir jetzt noch irgendwie anders fahren? Können wir dann früher umsteigen? Oder gibt es da noch irgendeine andere Möglichkeit so? Dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ich kann das gerne auf meine Kappe nehmen, dass wir jetzt zu spät kommen. So, wir können gerne, wenn wir ankommen, können wir gerne sagen, das ist meine Schuld, weil ich die falsche Verbindung rausgesucht habe, so, damit das jetzt auch mal okay ist. Dann kam auch direkt, nee, also so war das jetzt gar nicht gemeint. Also wenn du das jetzt so negativ auf dich auffasst, wo ich dachte, du hast gerade 20 Minuten davon geredet, welche Verbindung man hätte nehmen können. Weil die das brauchen, Digga. Dann war es nicht so gemeint. Ey. Ganz ehrlich, was stimmt mit so einer Person nicht? Bist du psychisch krank? Was ist denn los mit euch? Jetzt mal ohne Scheiß. Du redest auf jemanden ein. Du machst demjenigen das Leben gerade zur Hölle praktisch. Also ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber du redest über dieses Thema stundenlang. Dann sagt man, okay, wenn du dich dann besser fühlst, dann sage ich halt, ich bin der Grund, warum wir zu spät gekommen sind. Ja, ich habe die Verbindung nicht gleich gefunden. Kann passieren. Nee, also so habe ich das jetzt nicht gemeint. Digga, aber es, nur du und ich sind hier. Ja, also ganz ehrlich, bevor ich mich hier vergesse. Ey. Ich kann nicht. Nee. Ey, ich habe wirklich manchmal dieses, weil meine Schwester, ich unterhalte mich auch ganz oft mit ihr so darüber, wo ich sie dann anrufe und sage, ey, jetzt sag mal ganz ehrlich, Digga, habe ich jetzt hier gerade irgendwie einen Knall oder was? Habe ich jetzt hier gerade wirklich was falsch gemacht? Weil dann sag's mir bitte, dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und die sagt mir original jedes Mal, nein. Die Person, mit der du da diskutiert hast, die hat definitely irgendein mentales, krasses Problem mit sich selbst. Und es ist in 90% der Fälle, ist es so. Es ist so. Ey, ich bin wirklich kein Mensch, mit dem man schwer auskommen kann. Weil von vornherein gibt es sowieso bei mir nur 2 Möglichkeiten. Entweder du hast sowieso schon komplett von vornherein verkackt und ich will gar nicht mit dir reden. Und ich rede auch nicht mit dir. Ich werde dich komplett ignorieren und das wirst du merken. Yeah. Trust and believe. Oder ich unterhalte mich oberflächlich mit jemandem und selbst dann ist ganz schnell klar, ob wir beide auf derselben Wellenlänge sind oder nicht. Und wenn nicht, dann wird sich das auch immer wieder bemerkbar machen. Aber was man bei mir nicht machen kann, ist mich ungerecht behandeln und mir irgendwelche Sachen in die Schuhe schieben, wo man Probleme mit sich selber hat. Also Amen. Wenn du ein Problem mit dir selber hast, dann lass doch andere Leute einfach in Ruhe. Ja. Also ehrlich, dann such dir einen Therapeuten oder was weiß ich, aber lass doch andere Leute leben. Ja. Also das verstehe ich immer nicht. Ja. Und dann ist es auch immer, das Geile ist auch immer, von 10 Leuten, mit denen ich an derselben Stelle bin, das kann Familie sein, das kann Arbeit sein, das kann Freundeskreis sein, keine Ahnung. Da ist eine Person, mit der es ein Problem gibt. Ja. Und die wollen mir dann erzählen, dass ich das Problem hier gerade bin. Aber warum komme ich denn dann mit den 9 anderen klar und mit dir nicht? So. Warum? Erzähl mal kurz. Ist so. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Genau das ist es. Hatte ich auch mal. Also ich habe ja so lange beim Radio gearbeitet. Ich habe ja 11 Jahre beim gleichen Radiosender gearbeitet und hatte kein einziges Problem in 11 Jahren. Ja.
Auf einmal kommt ein neuer Geschäftsführer. Ja. Und ich bin ein richtig krasses Problem. Ich mucke auf, ich spiele mich hier auf. Und der hat mich vor der ganzen Redaktion immer, wir hatten immer so Redaktionskonferenz, jeden Tag so um 10.30 Uhr, wo man dann geredet hat, über welche Themen gibt's, was passiert, was steht in der Bild, was ist los, was kann man erzählen. Ey, und every fucking day, seitdem der da war, hat der mich auf dem Kieker gehabt, einfach weil er mich auf dem Kieker hatte. Ich weiß es bis heute nicht, warum. Und er hat mich immer fertig gemacht, immer mich persönlich angegriffen, sodass Kollegen regelmäßig zu mir in mein Sendestudio reingekommen sind, die Tür hinter sich zugemacht haben und gesagt haben, was hat er für ein Problem mit dir? Ja, genau. Und ich sage, ich weiß es nicht, weil ich bin hier seit 11 Jahren und hatte noch nie mit irgendjemand irgendein einziges Problem. Und seitdem der hier ist, wird mir was weiß ich was vorgeworfen und ich habe noch nicht mal mit dem irgendwas persönlich, hatte noch nie mit dem irgendein persönliches Gespräch. Ja. Aber der hat mich einfach ausgesucht. Und ich habe es nicht verstanden und keiner hat es verstanden. Aber an ihm lag es natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Ja, nee. Er ist der Einzige, der da einen Plan hat. Ja. Er kam auch dann dahin nach 11 Jahren und hat mich gefragt, warum ich eigentlich, wenn ich moderiere, She-Ra heiße. Nach 11 Jahren? Ja. Ja, warum eigentlich? Ja, warum machst du das eigentlich? Ich so, na Digga, weil ich seit 11, 12 Jahren auch Musik mache und She-Ra heiße und das macht ja Sinn, wenn ich im Radio bin, mich dann auch so zu nennen, wie mein Künstlername ist. Ach so. Ich dachte, okay, aber du bist Geschäftsführer, weißt du nicht, wo du anfängst? Weißt du nicht, wer hier eingestellt ist oder was? Oh! Ich verstehe es aber wirklich nicht. Ey, es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Kann ich auch nicht. Was ich auch richtig anstrengend finde, aber das ist eine Sache, die, das ist eher bei Männern, ist das nicht so, weil Männer, sehr ungefähr, die machen, was sie wollen. Aber was ich bei Frauen auch richtig anstrengend finde, was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach erzogen wurde von meiner Mutter, eine starke, unabhängige Frau zu sein, so, für sich selber zu sorgen, seinen eigenen Unterhalt verdienen zu können, seinen Lebensstandard halten zu können, ohne dass irgendein Mann irgendwas dir dazugeben muss. Hasse ich das, wenn so Weiber diese Art haben, dass es nur um die Männer geht. Und Bestätigung hier und Bestätigung da und dieses und jenes. Oh Gott. Und dann können aber keine einzige Beziehung halten, aber dann liegt es immer an den Männern, weil alle Männer sind scheiße. So alle Männer hassen, aber gleichzeitig so abhängig sein davon, dass irgendein Mann dich cool findet. Oder irgendwie überhaupt die Aufmerksamkeit. Oder überhaupt die Aufmerksamkeit. Also ich krieg die Krise. Wo der Tagesablauf, so wie ich früher meinen Tagesablauf nach meinem Graph-Ticker gestellt habe. So, wenn der, wo ist der, wie kann ich arbeiten, damit ich den möglichst davor oder danach treffen kann, wie, was los? Manche sind so mit Männern. Also ich meine, dass man, also es gibt natürlich, wenn du über Tinder jetzt zum Beispiel gehst, gibt es natürlich schon jede Menge Müllpatienten. Ja, so. Natürlich. Aber nicht nur. Irgendwann nicht muss es nur. Ja mal irgendwie hinhauen. Ja, nicht bei nur. Irgendjemanden. Und das sind aber auch meistens Menschen, die entweder gar keine Freunde haben, ja. Also gar keine, oder die also auch so mit den Leuten, die sie in ihrem Leben haben, einfach gar nicht klarkommen. Ja. Also da ist schon von vornherein alles für den Arsch. Ja, von vornherein alles für den Arsch. Und das ist natürlich nie die Schuld von der Person selbst. Nee, nee. Das sind immer andere Leute. Ja, immer. Immer. Und das ist so eine Sache, das kann einfach nicht wahr sein. Aber die merken das ja auch nicht. Also tut mir leid. Die merken das ja auch nicht. Das kann nicht sein. Oh, nee, die merken es nicht, genau. Die merken es nicht. Alle sind schuld, nur ich nicht. Das ist so. Es ist so. Sowas finde ich behindert. Dann finde ich auch so Two-Face-Sachen finde ich auch schlimm. Also so Leute wie, ich hatte ja mal vor ein paar Jahren, hatte ich mal eine Freundin, mit der ich mittlerweile auch nichts mehr zu tun habe, weil mir das einfach zu dumm war. Die war immer die Erste, die geschrien hat. Und Equality und Frauenrechte und alles und richtig wichtig und hier und Kinder und Politik und oh mein Gott und ich will die Welt verändern. Na, das war die Erste, die angefangen hat, sich auszuziehen bei Instagram. Dann hat sie gemerkt, na okay, na geil, wenn ich hier halb nackt stehe, dann krieg ich hier richtige Follower und dann war auf einmal nichts mehr mit Welt verbessern und ich möchte Kindern helfen und ich möchte dieses und jenes. Okay, ciao. Hauptsache Drake-Zitat unterm Foto. Oh, und da musste ich, war ich dann auch irgendwann raus, weil ich auch dachte so, ganz ehrlich, so, ich kenne dich als was, jemand ganz anderes und die Person, die du gerade wirst, das kann ich erstens nicht nachvollziehen, weil du dafür nie gestanden hast für sowas.
und jetzt es auf einmal machst und dann süchtig, fame-süchtig und fame-geil wirst und dein Lebensinhalt jetzt nur noch daran besteht, dich irgendwie halbnackt im Internet zu zeigen, feiere ich gar nicht. Und das hat auch nichts mit, ich bin eifersüchtig oder weil ich 10 Kilo mehr wiege und das nicht machen kann. Bitch, wenn ich will, kann ich es machen. Okay, und dann ist das Internet kaputt. Weil es dann richtig krass ist, okay? Breaking the Internet. Weil ich habe einen Körper, okay? Ich habe einen Körper. Aber bad out, sag ich nur, ja? A leopard walking. A hyena walking. Bang the ring. So. Wakanda forever. Seid mal, also wirklich seid froh, dass ich mich im Internet interessiere, weil dann gibt's richtig Beziehungsprobleme. Also ich sag euch mal eins, ja. Ich weiß ja nun, wie meine beste Freundin nackt aussieht. It would be over for you, hoes, Alter. Das will ich euch mal sagen. Ehemänner würden sagen, okay, ciao. Naja. Ich habe immer Männer nackt gesehen, ich muss jetzt hier, ich muss los. Ja. Ich muss los. Also wer vorbei für euch alle. Für ein paar Klicks, wegen diese paar Wörter, die wir machen. Wir können die Folge Attention nennen, weil für wirklich, also Leute würden, glaube ich, für Aufmerksamkeit alles geben. Auf jeden Fall. Also die würden ihr Leben geben für Aufmerksamkeit, weil Aufmerksamkeit ist ganz wichtig. Also auch, und natürlich spreche ich mich, darüber haben wir auch schon 150 Mal gesprochen, auch Beziehungssachen so, dass man, und klar haben wir alle mal Probleme in unserer Beziehung, aber trotzdem muss man ja auch irgendwo noch abwägen können. Naja, man kann immer noch unterscheiden zwischen ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch. Ja. Also, genau. Wenn man es richtig stupide runterbricht. Genau. So. Aber es gibt viele Leute, die sind dann einfach nur noch in dieser Beziehung, einfach damit überhaupt irgendeiner da ist. Genau. Und das ist, ja. Das geht gar nicht. Nee. Also es gibt für mich so bestimmte Grenzen, wenn die überschritten werden, dann gehst du. Aber sowas von. Naja. Und das gibt es bei vielen Leuten nicht mehr, diese Grenzen. Nee, das ist egal. Das ist dann egal. Hauptsache nicht alleine. Ja, und das... Ja. Aber da sind wir auch nochmal beim Thema. Und das ist ja das, wo ich auch immer wieder unsere Freundschaft so krass loben muss. Leben und leben lassen, ne? Also, ich kann immer dir Ratschläge geben. Du kannst immer mir Ratschläge geben. Und es sind immer gute Ratschläge. Und es sind immer Ratschläge, die das Beste gegenseitig sozusagen voneinander, ja, oder füreinander das Beste eigentlich wollen. Aber im Endeffekt, was du machst daraus oder was ich daraus mache, das ist unser Ding. Und da ist auch keiner dann von uns gegenseitig böse. Wenn ich Mello sage, mach mal so und so nicht und sie macht es, dann sage ich nicht, ja, du bist jetzt scheiße, jetzt kann ich mit dir nichts zu tun haben. Genauso wie umgekehrt auch. Ja. Und das ist das Wichtigste. Also Leben und Leben lassen ist so wichtig in der Freundschaft. Und ich habe auch so viele Leute kennengelernt oder musste so viele Leute einfach canceln, ja, die mir irgendwas gesagt haben, ich dann diesen Ratschlag aber für mich, weil ich finde, dass das für mein Leben nicht das ist, was ich möchte, wenn ich das dann nicht umgesetzt habe, dann kriegen die mir eine Attitude. Nee, da musst du gehen. Ja. Wenn ich das Gefühl hätte bei dir so, dass ich bestimmte Sachen dir nicht erzählen kann oder dir irgendwas verheimlichen muss oder sowas, naja, was ist denn das für ein... Da müssen wir ja gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Also natürlich gibt es Situationen, wo man... Also natürlich gibt es Situationen, wo man seine Freundin am liebsten kurz mal durchschütteln würde und sagen würde, Digga, komm mal klar jetzt so. Ja. Aber das ist normal und das ist, würde auch jeder Familienangehörige für einen tun. Und das ist auch das, was eine beste Freundschaft ausmacht. Weil wenn du die ganze Zeit nur da sitzen würdest und sagen würdest, ja, ja, würde ich genauso machen. Ja, ja, ist richtig. Ja, 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 genau, finde ich richtig. Ja, würde ich auch so machen. Dann brauche ich ja keine beste Freundin. Ich finde es schon gut, dass du mir immer sagst, was du denkst, egal in was für einem Ton. Und meistens ist es auch so, und das ist so super süß, Leute. Selbst hatten wir erst wieder die Situation, ich werde das jetzt nicht komplett beschreiben, okay, weil das ist unsere Sache, aber dass wir nach dem Konzert nochmal gesprochen haben. Ach so. Und Amanda mir dann manchmal Sachen sagt, so im Nachhinein. Und dann, das wollte ich dir einfach nur nochmal sagen. Ja. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, du bist so süß. Das ist einfach meine Bestie. Ich liebe sie einfach. Oder auf dem Konzert. So, also wirklich, ich sehe ihren Blick und ich musste erstmal schreien, du bist einfach meine Bestie, Alter. So. Weil wir sind einfach wirklich Topf und Deckel. Wir sind einfach es so. Es ist so geil, wirklich. Es ist einfach so. Es ist, und es sind einfach, ja, und selbst da haben wir Blicke kassiert, weil wir uns gegenseitig Blicke gegeben haben. Da war schon der Hass in der Luft, weil die alle keine besten Freundinnen waren. Ja, Mann.
Also es ist wirklich, ja. Aber ja, also wie gesagt, und das ist so, weißt du, dieses die Kirche im Dorf lassen. Ja. Oder wie Vis-a-vis schon gesagt hat, so wir sind alle für eine Sache, aber jeder muss so, wie er kann. Ja. Kann nicht einer jetzt 20 Sachen machen. Ja. Und deswegen, wir wollen unsere Freundschaft pflegen und wollen, dass es weitergeht und müssen aber trotzdem, muss man sich den Freiraum lassen, dass jeder noch sein eigenes Ding machen kann, weil wir sind da hier jetzt nicht das doppelte Lottchen. Oder AJ und Brian von den Backstreet Boys, die jetzt die ganze Zeit das Gleiche tanzen müssen und das Gleiche anziehen müssen. Obwohl Mello und ich schon auch teilweise die gleichen Perücken haben. Ja. Aber, weißt du, und ich schwör's dir, als ich dich neulich gefragt habe, schick mal den Link von dieser einen Perücke. Na, jeder andere hätte gesagt, nö. Ja, also, vielleicht nicht. Wo kommt man da hin, Alter? Natürlich schicke ich dir den Link. Würde ich aber auch nicht jeder schicken. Ach, ja, nee, also das ist, ja. Also du bist auch immer die Erste, die ich anrufe, wenn irgendwas ist oder, also, ja, doch. Das passt schon so. Ja. Das ist ein gutes Ende, würde ich sagen, Leute. Würde ich mal auch sagen. Würde ich auch mal sagen. Ach so, wollen wir wenigstens noch einen Favorite Song machen heute? Na klar! Dann kommt jetzt hier, weil wir schon kein Fressen für euch heute haben, haben wir heute eine Lieblingsrubrik für euch. Das ist Favorite Song. Erstmal die Spotify-Playlist aufmachen. Was habe ich denn als letztes gehört? Ach doch, ich habe einen. Und zwar von Lizzo. Excuse me. Ja. Das ist ein Song, ich muss euch sagen, den habe ich letzte Woche zum ersten Mal gehört. Ich habe den gehört und ich hätte heulen können. Weil das einfach so on point schon wieder ist. Ich kenne gar nicht, worum geht's da? Was ist da los? Also der Refrain ist eigentlich Excuse me why I'm feeling myself. Ah, das kann ich nachvollziehen. Und das ist, also ich habe den Song gehört und stand auf der Straße und ich war auf einmal so happy. Geil. Es war auf einmal so geil. Was genau so nämlich. Das musst du jeden Tag morgens zum Zähneputzen hören. Oh, es ist einfach, diese Frau ist einfach wundervoll. Na, die ist mega. Ich liebe sie so sehr. Die ist mega. Und ich muss auch einfach sagen, bei Lizzo ist halt auch das Schöne, die ist halt einfach auch richtig übergewichtig. And she don't give a fuck. Und jeder, der sie hört, don't give a fuck. Und die springt auf der Bühne rum und ist halb nackt und ist in irgendwelchen Bodies und ist mit ihren Brüsten raus auf Instagram. Ja. She shaking her ass on the gram. Nicht twisten. Ich finde jetzt nicht geil, dass sie ihre Brüste rausholt. Ich finde, da bin ich sehr konservativ. Ja, wenn hier jemand die Brüste rausholt, dann bin ich das. Aber die ist halt zero fucks given. So, die ist big and beautiful. Ihr Management und ihr Team versteht und vermarktet sie genau so. Yay! Halleluja! Die muss nicht jetzt 20 Kilo abnehmen, weil sonst kann man das ja nicht zeigen. Und das muss man ja dann allen erklären, warum du jetzt zugenommen hast. Also, more power to Lizzo. Und das finde ich super. Also, ich feiere die extrem. Ich feiere die so extrem, die Frau. Und ich mega. Ist so. Also, wenn ihr gerade da eine Tüte Bonks zu stehen habt oder Kekse oder was weiß ich, haut euch die hinter, Mann. Also, nicht immer diese, ich darf von der Tafel Schokolade nur 2 Reihen essen und dann muss ich die weglegen. Hör mal auf mit dem Scheiß, Alter. Nimm jetzt die Scheißtafel Schokolade und ess die gefälligst. Jetzt ist Winter, jetzt ist Mantelzeit, jetzt ist hier nicht Bikini-Figur. Interessiert keinen. That's what's up. Sieht eh keiner. Jetzt ist Fressen und Beine nicht rasieren angesagt. Weiß Bescheid. Ey, mein Song of the Day ist ehrlich gesagt gar kein Song of the Day. Ich habe einfach ein fucking Album of the Day und es ist einfach MBIs von Manuelsen. Ey, krass, so aus! Weil das ganze Album ist. Hat mein Leben zerstört, weil es so krass gut war. So krass einfach. Ich bin sowieso der krasseste Manuelsen-Fan und ich finde, der muss sowieso auf Platz 1 gehen für was er sagt und für seine Musik. Ich finde es so krass. Ich finde, der singt krass. Einfach ich finde, für Lebenswerk. Der, krass. Der hat den Swag des Grauens und rappt besser als alle anderen Rapper, die draußen sind. Ich schwöre, sie ist Fan der ersten Stunde. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Woche diesen Namen höre. Ey, Manu. Wirklich. Ich habe mir das Album schon längst runtergeladen, ich habe es aber noch nicht gehört, da hat sie mir schon geschrieben, ey, du musst unbedingt das neue Album hören, bitte hör das neue Album, das ist so krass. Ey, alles, Mann. Über Kill 'Em All und weiß ich nicht was. Und auch der Song mit Nura ist richtig krass. Comfort Zone. Es ist einfach alles überkrass. Der Song mit Samra.
Es ist alles vorbei. Samra feiere ich sowieso extrem. Also vorbei und dann noch in Verbindung mit Manu. Also ich feiere Manu ohne Ende und ich gestehe jetzt hier mit den Soul Brothers und Soul Sisters, dass ich träume von einem Feature mit Manu Elsen. Ich hätte so Bock darauf. Ich wusste es schon. Ich muss auch sagen, ich habe auch früher nie so richtig Deutschrap gehört. Also so ein paar Sachen, die halt dann schon so popular waren. Ja. Aber also jetzt habe ich so richtig angefangen, so Deutschrap zu hören. Und so richtig auch so, dass ich denke, ach, auf das ein oder andere Konzert könnte ich naja, gehen. Also Manuel, so ein Konzert gehen wir auf jeden Fall. Also auf jeden Fall gehen wir auch Capital Bra und naja, Samra. Da gehen wir auf jeden Fall auch hin. Auf jeden Fall. Ja. Mercedes-Benz Arena. Yes, also wir sind von dabei. Das wird richtig geil. Wo ich gerade dabei bin, habe ich gesehen, dass es da auch schon wieder keine Karten mehr vernünftige gibt. Alex, falls Alex, wegen dieser, wegen erste Reihe Plätze und Meet and Greet mit Capi und Samra. Für ich zwei. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Alex, ihr habt doch bestimmt wieder so eine Four Music Dingens da. Können wir nicht wieder auch so Dings machen wie bei Justin Timberlake Konzert? Amina, lass uns rein. Lass uns rein. Wir wollen auch mal great sein. Ja, yeah, let us be great, Alex. Ja. Ich kann nicht mehr. Ey, richtig geil. Oh Mann. Auf jeden Fall, Manuelsen Album und Lizzo mit Excuse Me. Oh mein Gott, das ist das. Das ja. ist da. Du, und jetzt habe ich Hunger. Jetzt hast du Hunger? Jetzt mache ich mir mal zu essen. Jetzt gleich. Bist du hungry. Jetzt mache ich mir richtig fettsackmäßig. Weißt du, was ich mir mache gleich? Fettsack? Ich mache mir fettsackmäßig mit mir ein Brot. Mal schmier ich mir Mayonnaise drauf. Mache ich mir einen Cheddar-Käse drauf, mache das in eine Mikrowelle und dann fresse ich mir das. Und soll ich dir mal sagen, was das ist? Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und Leute, ihr macht das vielleicht auch. Ja. Weil es ist Winter und ihr müsst euch ein bisschen was anfressen. Sonst steht ihr draußen am Bus und dann heult er wieder. Und wenn ihr schöne Körper haben wollt, dann müsst ihr mit eurem Partner mal ein bisschen mehr Bettsport machen, Freunde. Das zeige ich euch. Damit der Arsch ein bisschen fetter wird. So sieht es nämlich aus. Ist nur ein Tipp. Kann man machen, muss man aber nicht. Muss man natürlich nicht. Ihr könnt auch mit dem Hund rausgehen. Könnt ihr auch machen, wenn ihr ihn habt. Oder Treppensteigen. Oder ins Fitnessstudio gehen. Oder einfach nur im Büro arbeiten wie Mello. Oder so. Ja, ne, Leute? Gut, dann danke wieder für diese Episode. Danke fürs Reinschalten, danke fürs Reinhören. Ich weiß nicht, ob es euch irgendwas gebracht hat. Wir haben hier wieder einfach unsere Meinung reingeschissen. Und hoffen, dass es irgendjemand nachvollziehen kann. Vielleicht habt ihr ein bisschen gelacht, vielleicht habt ihr ein bisschen geweint, vielleicht habt ihr ein bisschen gehasst. All das ist herzlich willkommen hier bei Soul Food, dem Podcast. Ja. Yes. Abschließende Worte. Ich finde uns gut, wie wir sind. Ich bin froh, dass wir das hier immer noch machen. Wenn es jetzt auch nur noch immer im Monat ist, freut man sich ein bisschen mehr drauf. Folgt uns gerne immer noch, wie gesagt, at soulfood, der Podcast auf Instagram. Schreibt uns DMs, macht Themenvorschläge. Schickt uns gerne mal eine Sprachnachricht. Wir können hier keine Songs spielen, aber wir können eure Sprachnachrichten hier abspielen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas wissen wollt. Das können wir machen. Ne? Aber da müsst ihr auch dazu gleich sagen, ob ihr euer Einverständnis dafür auch gebt. Ne? Genau. Dann können wir die hier gerne abspielen. Genau, dann können wir die gerne abspielen und gerne mal darauf antworten. So sieht's aus, Freunde. Okay, ihr Lieben, dann in diesem Sinne, wir hören uns in einem Monat. Yay! Wechselt eure Schlipper. Tschüss! Tschüss! Der Podcast mit Mello und Amanda. So.